Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Silber. Zwei Preisziele bis Oktober, November. Entweder $65 oder $47. Disclaimer. Immer mehr Analysten gehen vor einen steilen Anstieg bei Silber bis Ende des Jahres aus, gefolgt von einer starken Korrektur. Der erste Ziel-Chart erwartet einen Anstieg bis November auf 44 bis $47 mit einem Backtest bis Januar 2025 auf 25,30 und einen finalen Ausbruch unmittelbar über das Allzeithoch. Der zweite schreibt dazu, dass dieser erste Höhepunkt davon abhängt, wann die Aktien, Standardaktien abstürzen. Ich erwarte den Abschluss der Aktien erst nach den US-Wahlen. Vielleicht erleben wir zuerst einen Silberpreis von $65, dann einen Absturz mit einem Kursrückgang auf $32,50 und dann die große Rallye zum Mond. Ja, das sind ist die andere Meinung zu diesem Thema. Beide gehen von einer relativ starken Kurskorrektur geben, die aber auch nicht zwingend kommen muss. Das ist wenig zu wirklich schwer zu sagen. Im Allgemeinen nach Silberspikes kommt es dann eben auch zu Rückgängen. Das haben wir eben 2011 gelebt. Aber die Silberziele sind ja insgesamt weitaus höher. Die Charttechniker glauben ja, früher oder später geht dann Silber in den Bereich irgendwie 200, 300 Dollar hoch. Aber das kann noch ein paar Jahre unter Umständen dauern. Es geht also erstmal um diesen Run, den wir hoffentlich jetzt haben. Eigentlich hoffe ich natürlich, dass jetzt das Allzeithoch erzeugt wird, jetzt irgendwann im Oktober, November, vielleicht bei $55, vielleicht eben die angegebene $65, dann sicherlich mit einer starken Korrektur. Das Ganze würde ja natürlich dann die Gold- und Penny-Gold-Aktien aus der Lethargie rausholen und explodieren lassen und allesamt in den Dollarbereich mehr oder weniger führen sozusagen, und dann wäre eigentlich hätten wir eigentlich diese klassische Gold- und Silberaktienrallye ausgelöst durch den Silberpreis, ganz, ganz ähnlich wie 2010, 2011, wo eben auch die Gold- und Silberaktien trotz eines insgesamt Bärenmarkt damals, ja, Goldaktien sind ja seit 2004 sozusagen in der Korrektur, war das quasi eine Bärenmarkt-Rallye, hat aber dazu gereicht, dass viele da auch 2010, 2011 dann Vermögen machen können. Ich persönlich habe mal von einem Beispiel gehört, da hatte jemand in der Finanzkrise da 100.000 oder 150.000 investiert und der hatte dann eben 2011 2 Millionen. Und natürlich auf was ähnliches Szenario hoffen wir auch. Wir sind ja, und das ist das Unglaubliche, mit der Bewertung von Gold- und Silberaktien weit, weit unter der Finanzkrise. Es gibt ja diesen Faktor Hui-Gold-Ratio, und die ist jetzt irgendwie ungefähr bei 0,11 und 0,12. Und damals am Tief von der Finanzkrise, wo die Liquidität auch aus den ganzen Goldaktien rausgegangen ist, waren wir 0,2, also fast doppelt so hoch. Das heißt, das Aufwärtspotenzial ist einfach rein von diesen Fakten her wirklich ganz, ganz extrem und müsste eigentlich daher zu einer wesentlich stärkeren Goldaktienrallye führen als eben 2010, 2011. Ja, hier nochmal ein angehender Goldproduzent, Manitoba, Kanada, residiert das Unternehmen. Ja, da geht es um die Wiederaufnahme der Goldmine, PL-Goldmine Manitoba eben. Es ist eine Lebensdauer von 5 Jahren anvisiert. Sie haben auch eine eigene Mühle. Reserven haben sie aktuell 259.000 Unzen, allerdings eben hochgradiges Gold. Und sie nehmen an, dass sie 46.000 Unzen pro Jahr produzieren können, haben insgesamt noch eben eine Ressource von 612.000 Unzen Gold. Und das Management glaubt, dass hier eine Ressourcenerweiterung und Explorationspotenzial von mindestens einer weiteren Million Unzen Gold machen können. Und das im Verhältnis zu dieser winzigen Marktkapitalisierung, die aktuell bei ungefähr 5 bis 6 Millionen Dollar liegt. Und
mit der Produktion, die sie haben, das viele hochgradige Gold, auch die weiteren Bohrergebnisse, weiter Explorationspotenzial, hat die Aktie eben jetzt, wenn es eben zu einem Goldanstieg ist, ein überproportionales Potenzial. Und das hat sie ja auch schon im Jahr 2020 bewiesen, wo sie es dann schlagartig mehr oder weniger von 5 Cent auf 50 Cent gestiegen ist, um das Zehnfache. Und Ähnliches kann er jetzt ja auch sehen. Wir sind ja knapp über die 5 Cent jetzt hinaus. Warum soll diese Aktie nicht schnell in zu diesen alten Höhen gehen mit den Daten und vielleicht auch noch den Dollarbereich reichen? Also es ist eine ganz gewaltige Chance, sollte man sich mal ansehen. Wie immer ist es natürlich an der Stelle keine Kaufempfehlung. Ja, steigt Gold analog der 1970er von 2000 auf 8.500 Dollar. Ich habe gerade wieder von Michael Oliver ein Interview gesehen und er sagt, Gold steigt parabolisch an, wir können es nicht ausschließen, auch wenn ich eher glaube, dass es eben irgendwo zwischen 2.700, 2.000 oder 3.000 Dollar bis Jahresende gehen wird, Silber eben um die 50. Wir werden sehen, welche dieser beiden Varianten wir schaffen. Aber es kann eben auch was ganz anderes kommen, eben was 1979 passiert ist. Deswegen sage ich das ja. Nach dieser Korrektur ging Gold entgegen aller Erwartungen sicherlich. Keiner hat damit gerechnet, dass es denn um das Vierfache gestiegen ist in einem einzigen Jahr. Das würde dann heute bedeuten, Gold steigt in ein paar Monaten, dann in einem halben Jahr oder so, auf 8.500 Dollar. Nicht so wahrscheinlich, anhand der aktuellen Stimmungslage und was eben die ganzen Charttechniker sagen. Auf der anderen Seite wird ja auch gesagt, dass die 90% der Action in den letzten 10% des Bullenmarktes stattfinden. Das würde theoretisch passen. Also auszuschließen ist es nicht. Damals kam es eben zu dieser größten Goldaktienrallye aller Zeiten. Sie sehen da die Zahlen von 5 oder 10 oder 20 Cent ging es auf 10, 20, 30, 40 Dollar. Unvorstellbar. Also aus 1.000 Dollar wurden 100, 200, 300.000, halbe Million. Unglaublich. Und im Grunde genommen ist eigentlich die Chance heute höher, weil diese Gold- und Silberaktien sind heuer aufgrund der technischen Möglichkeit, die Preismanipulatoren haben, viel, viel tiefer bewertet. Also völlig, völlig, völlig am Boden, völlig zerstört. Wir sind quasi im gewissen Sinne immer noch ein 50-Jahrestief. Man muss sich das mal vorstellen. Seit den letzten Hochs da in den 70er Jahren sind im Grunde genommen Goldaktien gegenüber Gold und Silber strukturell gefallen und haben eigentlich erst jetzt mehr oder weniger den Boden gefunden. Und deswegen ist eigentlich dieses Potenzial absolut riesig, weil die Unterbewertung ist wirklich wieder natürlich. Und daran liegt möglicherweise auch die ganz, ganz große Chance. Also Gold und Silber muss nur etwas steigen und ab irgendeinem Punkt zünden diese Goldaktien möglicherweise überproportional. Ja, Klaus Becker-Rapport. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, wenn möglich einen Potenzialfaktor auszurechnen, der sich aus Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl Unzen zusammensetzt. Also um wie viel Fasse kann eine Aktie steigen, wenn es jetzt dieser Goldaktienrallye kommt? Weiterhin kann ich Ihnen auch noch einen Portfoliovorschlag anbieten und einen sogenannten versteckten Link, wo Sie dann um den Zusammenhang auch noch die tägliche Beobachtung auch nochmal sehen können extra. Ja, dann gibt es nochmal vielleicht ein paar Informationen hier nochmal zum Poker. In der Schweiz könnte man zum Beispiel Swissport nutzen. Da kann man auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz Depot anmelden, kann sich sogar auch eine Geld- und Kontokarte holen, mit der man dann quasi auch von der eigenen Bankkarte eigene ISIN hat, hier in der Schweiz, ist vielleicht auch mal unter Umständen hilfreich. Dann flatex de Giro in Deutschland kann man dann auch zum Beispiel am Toronto Stock Exchange kaufen, relativ günstig, ich glaube ungefähr 5,90 die Order. Der Vorteil ist, an den Heimatbörsen zu kaufen, ist, dass eben, dass da wesentlich liquider ist und eben noch günstiger als an den deutschen Börsen. Goldeinlagerung, Schweiz ist unter den Gold Avenue, die haben eine sehr moderne Applikation, sehr einfach zu bedienen, sehr, sehr interessant. Und dann noch das deutsche Unternehmen Sachwerte Einkaufsgemeinschaft.
die ja, sind zu jeder Zeit an sehr, sehr günstige Ware, kommen auch in der Finanzkrise und die lagern eben auch zollfrei in der Schweiz ein. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt so weiter gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde hier dem YouTube-Algorithmus etwas helfen. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.